Grüß Gott und herzlich willkommen zur vierten Folge vom Flaschendreh. Die vierte Folge vom Flaschendreh und schon zum ersten Mal dürfen wir ein ganz herzliches Dankeschön hinaus ins World Wide Web sagen. Vielen herzlichen Dank für ganz viele Views auf YouTube und für ganz, ganz viele Kommentare und Teilnehmer an unserem tollen Gewinnspiel. Weihnachten haben wir hinter uns gebracht, die Bäuche sind gewachsen, aber es kommt noch ein Fest, auf das wir uns jetzt vorbereiten müssen, nämlich Silvester. Mhm. Was wird zu Silvester hauptsächlich getrunken? Bei den meisten weniger aus Genuss, sondern mehr als Brauchtum. Champagner oder? Sekt, Schaumwein, Sprudel oder für unsere deutschen Freunde Puffbrause. Ne? Wir haben uns zwei österreichische Puffbrausen besorgt, in dem Fall in Niederösterreich. Einmal vom Weingut Bründelmeier und einmal vom Schloss Gobelsburg. Beides Winzer-Sektprodukte, die eher nach der Champagner-Methode gemacht werden. Und da wären wir schon wieder bei der nächsten Gewinnspielfrage für alle da draußen. Stichwort Champagner-Methode. Was ist denn das? Jetzt werfen wir alle Wikipedia an und schauen nach. Für die spannenden, für die richtigen, aber natürlich vor allem für die lustigen Antworten gibt es wieder einen tollen Preis. So, wir sind aber nicht zum Reden da, sondern zum Trinken. Okay. Deshalb, danke. Vielen von Ihnen wird natürlich dieses große Glas auffallen. Wir haben beschlossen, nicht aus Sektflöten zu trinken, sondern aus vernünftigen Weißweingläsern, was den Fans unseres Formates bereits auffällt. Wir schenken nun gleich beide Gläser ein. Das heißt, wir gehen ein bisschen mehr auf den Duellcharakter ein. Vielen herzlichen Dank für dieses Feedback an Thomas. Mit welchem der beiden Contester wollen wir beginnen? Links ist Bründelmeier und auf der rechten Seite Schloss Gobelsburg. Ja, links. Okay, Bründelmeier. Bründelmeier. Farbtest? Farbtest, natürlich, Farbtest. Bestanden? Ja. Also, was sehen wir schon? Wir sehen eine sehr feine Perlage. Also, mehr sehen wir schon nicht, oder? Ja, helles Gelb, wenn jemand auf Farben steht, ne? Prost! Ja, also riechen tut er nicht mehr, das hat er sich zu Weihnachten abgewöhnt. Bisschen Zitrus, bisschen Beeren, hätte ich gesagt. Vielleicht hat man auch Röstaromen, aber da könnte man jetzt schon ein bisschen diskutieren. Ich werde es kosten und über die Gaumeneindrücke also, ich Frühstück was sagen. Während er kostet und ich rieche, also ich hätte da schon noch ein bisschen so was leicht Nussiges in der Nase. Dieser nussige Charakter, der zieht sich für mich auf den Gaumen weiter. Mhm. Kann unterschreiben. Gepaart mit einer ganz einer schönen Frucht. Das wird wahrscheinlich so. Wissen wir, was für Sorten da drinnen sind? Wahrscheinlich. Schauen wir nach, ob wir Infos dazu haben. Veltliner, oder? Das ist ja, würde ich sagen, eine klassische Querschnittscuvée. Der liebe Willi Bründelmeier schmeißt da hinein blauen Burgunder, Chardonnay, Grauburgunder, Weißburgunder, Veltliner. Also alles, was stehen bleibt. Ja, hätten wir alles gerochen. Mhm, genau. Leichten Restzucker, der ist sicher nicht als trocken verkauft worden, oder? Nein. Oder? Extra trocken? Brüt. Na, Brüt. Brüt, naja, die Brüt. Sehr feine Kohlensäure am Gaumen. Trinkt sich gut. Mhm. Bisschen mineralisch, würde ich sagen. Hinten. Ja. Gut, wir gehen zum zweiten, wir werden das im Nachhinein vergleichen. Schloss Gobelsburg, der zweite Contester, ebenfalls Brüt. Viel mehr wissen wir über den Wein nicht. Macht nichts. Riechen nicht vergessen. Okay. Riecht dann doch gleich anders. Ich finde, der hat jetzt dieses Florale viel stärker als der vorige gehabt. Ganz stark. Mit einem Touch Vanille, würde ich sagen. Man merkt ein bisschen in der Nase auch das Meer an Kohlensäure. Mhm. Vielleicht muss ich ein bisschen vielleicht. Jetzt? Entschuldigung. Eben. Sorry. Mhm. Also. Der weckt auf. Sehr lebendig, sehr spritzig.
wahrscheinlich genau das Richtige nach einer ganz, ganz langen Silvesternacht oder in der langen Silvesternacht. Ich stelle mir da vor, wir haben das gemacht, was man so oft nur zu Silvester macht, Fondue gegessen. Dieser Wein kommt in den Magen und macht mit dem Fondue so und schafft Platz für Neues. Mhm. Interessant. Ich würde den, wissen Sie, es gibt oft so einen Wein, den sagt man, den trinkt man zum Reparieren. Dass wieder Platz für Neues ist. Reparaturwein für dieses Silvester. Mhm. Schloss Gobelsburg, Winzersekt. Gut, dann könnte man fazitativ zusammenfassen. Am Anfang Gründelmeier und zum Reparieren Gobelsburg. Ja, ist doch nett, oder? Wäre eine schöne Abfolge. Ja. Ja. So haben wir die Kostfolge auch schon festgelegt. Genau. Bepunkten würde ich die, das sind beides ausgezeichnete Weine. Mhm. Stimmt. Sehr fein zu trinken. Warum Punkte geben? Oder? Okay, kann ich mitgehen. Salomonisches Urteil an den letzten Tagen des Jahres 2011. Keine, aber auf jeden Fall sehr, sehr hohe Punkte für die beiden Winzersekt aus dem Hause Bründelmeier und aus dem Hause Schloss Gobelsburg. Sollten Sie das zu Silvester kosten und anderer Meinung sein, das würde uns sehr, sehr interessieren. Der Silvesterabend ist lang genug, dass Sie beide trinken. Ja, leicht. In der richtigen Reihenfolge, bitte zuerst Bründelmeier. Also Sie können das auch umgekehrt und wie auch immer. Und schreiben Sie uns Ihre Meinung dazu. Genau. Und unsere Meinung ist, dass wir es nochmal kosten. Guten Rutsch. Genau. Gutes neues Jahr. Schönes neues Jahr. Prost.